Nochmal anrufen. So, hallo, ihr Lieben vor euren heimischen Geräten. Wir sind jetzt schon mal da. Wir fangen noch nicht sofort an. Wir gucken, dass es sich hier so langsam füllt. Beri van Eimers ist schon neben mir, unser zweiter Referent und Diskutant Osman Okan. Der fehlt noch, aber wir sind zuversichtlich, dass wir ihn gleich noch treffen. Insofern nehmt euch schon mal ein Getränk, was zu essen, was auch immer ihr für die Wir haben Diskussion hier braucht. Genau. Wir haben jetzt hier auch unser genug. Wasser ein paar Minuten und wenn es technische Probleme gibt, schreibt die doch bitte in den Chat, den ihr seht, weil dann kann sich vielleicht der Moritz Wächter, der auch hier dabei ist und das Ganze technisch mit uns vorbereitet hat, von der Landesgeschäftsstelle aus eventuell mit euch in Verbindung setzen, um Probleme zu klären. Ansonsten, ja, freuen wir uns, dass ihr schon da seid und wir warten noch ein paar Minuten. Aber wenn ihr uns seht und hört, dann ist alles richtig. Ich hoffe, dass es bei euch ein bisschen kühler ist als hier. Oh ja, das stimmt. Wir haben hier ja wohl eher eigentlich Freibadwetter als Webinarwetter, aber schön, dass ihr da seid und vielleicht auch jetzt schon mal als Ankündigung, alles, was wir heute besprechen, bleibt nicht hier, sondern wir nehmen das auf und stellen die Diskussion hinterher auch noch ins Netz. Also falls ihr früher gehen müsst, verpasst ihr das Ende nicht, denn ihr könnt es euch später anschauen. Ja, dann habt ihr nicht mal die Möglichkeit, eure Beiträge einzubringen. Also lieber bleiben. Lieber bleiben. Denn die Beriwan, die ist so kompetent, dass es sich wirklich lohnt, ihr Fragen zu stellen und nicht nur im Nachhinein zu hoffen, dass auch andere die richtigen Fragen gestellt haben. Ah, wir haben unseren weiteren Diskutanten. Er ist jetzt gerade angekommen. Jetzt hoffen wir mal, dass es technisch auch bei ihm klappt. Das bedeutet dieses Zeichen da durchgestrichen, Ja, oder? das weiß ich auch noch nicht so genau. Osman, kannst du uns hören und sehen? Da gibt es jetzt was im Chat. Ah. Ja, hallo Attila. So, dann müssen wir das nochmal anders machen. Dann probieren wir es erstmal so. Aktivieren, versuche ich nochmal. Ah, Jetzt von so, mir jetzt aus, wunderbar. machen wir dich mal groß. Ich, Moment, ist wieder weg, glaube ich. Also wir sehen dich und Ja, hören dich. okay, Geräte aktivieren steht hier nochmal. Ja, genau, einmal nochmal auf irgendwie okay oder ja drücken, dann. Ich. Oh, jetzt haben wir uns wieder im Blickfeld. Könnt ihr Ja. mich sehen? Müsst ihr mich sehen? Okay. Wir sehen und wir Yes. hören wunderbar. Gut, das Chaos in unserem Büro, okay. Ja, ich Wunderbar. habe die Wand genommen in meinem Büro, wo kein Chaos ist, für den Hintergrund. Ja, Also ich habe insofern. im Augenblick Probleme, im Augenblick Probleme. Wie kann ich das lösen? Wie kann ich euch lauter stellen? Etwas lauter. Haben Ja. andere auch das Problem, uns nicht gut genug zu hören? Genau, das ist das ein bisschen mein Problem im Augenblick, dass ich euch nicht so gut hören kann. Aber ich suche mal, wo ich. Also wir hören umgekehrt sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was im Chat passiert. Okay, alle anderen hören uns gut, Osman. Ich befürchte, Ja, es liegt. okay, dann versuchen wir mal. Okay, dann versuchen wir mal so weiterzumachen. Okay. Sollen wir anfangen? Wir warten noch einen kurzen Moment. Ich sage noch mal, Okay. die schon da sind, also schon mal herzlich willkommen. Wir fangen gleich offiziell an. Wir warten noch mal einen kurzen Moment. Wir machen hier keine akademische Viertelstunde, aber falls es noch Probleme vielleicht bei dem einen oder anderen gibt, sich hier einzuwählen, warten wir noch kurz und dann füllen wir auch noch mal inhaltlich ein. Aber es sieht so aus, als würde es bei uns dreien hier gut klappen und nach und nach füllt sich der Raum. Das Schöne ist bei diesem Webinar, wenn jemand kommt oder geht, man hört die Tür gar nicht. Es ist alles lautlos und störungsfrei. Ich sage gleich auch ein bisschen, wie das technisch funktioniert. Ich würde sagen, so 2 Minuten warten wir vielleicht noch. Ja, passt bei mir, bei dir auch, Osman?
Bei mir kommt vieles nicht richtig an. Ich versuche, okay, aber ihr könnt mich hören, das ist schon mal ja, hoffentlich ausreichend mit der Lautstärke. Ja. Ist okay, ich brauche ja von euch Bestätigung. Ist okay so? Ist okay. Okay, wunderbar. Okay, ich versuche auch dann, falls Fragen, die Fragen zu verstehen. Ja, wir bemühen uns, laut und deutlich zu sprechen. Laut und deutlich zu sprechen versuche ich auch. Super. Ich habe meistens diesen Kammerton, aber gut, wir versuchen das. Okay? Gut. Ich bin auf ja, eure Fragen angewiesen oder soll ich irgendwie... Ich genau, wir stellen gleich dann die Fragen und dann kommen wir gut ins Gespräch. Ich würde sagen, dann können wir jetzt auch im Prinzip anfangen. Ne? Ja. Genau, dann ist jetzt tatsächlich der Startpunkt. Herzlich willkommen allen, die jetzt schon dabei sind, allen, die später zuschauen, zu unserem Webinar Autokorso und Autokratie. Was macht die Türkei-Wahl mit NRW? Aber wir wollen nicht nur über NRW sprechen, sondern natürlich auch über die Türkei selbst. Jetzt ist natürlich die Nachrichtenlage ein bisschen überschattet von den aktuellen Ereignissen in Berlin und München, muss man ja auch sagen. Regierungskrise, Unionskrise und in gewisser Weise auch eine Krise der Menschenrechte, wenn man sich anschaut, was da vereinbart wurde. Darum wollen wir uns heute nicht intensiv kümmern, aber ich glaube, Krise der Menschenrechte, das passt auch zu unserem Thema, das wir heute haben. Wir diskutieren heute. Ich stelle euch erstmal vor, über diese Frage mit Berivan Aymaz hier im gleichen Raum zu meiner Rechten, von euch aus zu meiner Linken, Mitglied im Landtag seit einem Jahr für die Grünen, in der Fraktion zuständig für Integration, Migration, Flüchtlingspolitik, eine Welt, Internationales, also eigentlich alles, was heute hier wichtig ist. Thema sein wird. Schön, dass du da bist, Berivan. Vielen Dank. Und wir haben hier auf der sozusagen anderen Seite unseres Bildschirms sehr spontan vielen, vielen Dank noch gewinnen können, Osman Okan. Und ich würde sagen, Berivan, du kennst ihn viel länger, also magst du ihn vielleicht unseren Zuschauern vorstellen? Ja, Osman Okan, ein herausragender Journalist, Filmemacher, von zu Hause aus Politikwissenschaftler, und ich kenne ihn als einen unermüdlichen Menschenrechtsaktivisten, eine sehr, sehr wichtige Stimme für zahlreiche Menschen, die heute in der Türkei sich in Haft befinden. Viele seiner Freunde befinden sich heute in Haft, und unermüdlich kämpft er für die Menschenrechte, für eine friedliche Lösung der kurdischen Frage. Und ich freue mich sehr, Osman, dass du heute mit da eingestiegen bist. Und er ist Vorsitzender des Kulturforums Türkei-Deutschland. Vielleicht auch nochmal dazu einige Worte. Das Kulturforum bietet nicht nur auf der Ebene der Kultur eine Brücke, eine Auseinandersetzung, eine Versöhnung aber auch zwischen Völkern und Menschen, sondern im Moment ist das Kulturforum eine sehr, sehr wichtige Anlaufstelle für zahlreiche Menschen, die sich in Exil befinden in Deutschland, Journalistinnen, Akademikerinnen, Künstlerinnen und Künstler, die eine Unterstützung brauchen und mit dem Kulturforum da auch hervorragende Beratung bekommen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr auch dieses Angebot jetzt zur Verfügung stellt. Und ich habe erfahren, dass inzwischen nicht nur Menschen aus NRW, sondern ganz Europa sich bei euch melden. Und das zeigt auch nochmal zum einen, wie groß die Zahl leider der Menschen sind, die sich im Exil befinden, zum anderen aber auch, wie gering die Angebote sind für Menschen, die sich vertrauensvoll an Einrichtungen wenden können. Das ist doch tatsächlich eine sehr schöne Vorstellung. Wir sind vielen Dank, Osman, dass du heute hier bist. Meine erste Frage wird gleich auch an dich gehen. Ich will vielleicht kurz noch zur Einleitung ein paar Worte sagen. Zum einen hatten wir ursprünglich angefragt, das habt ihr in der Ankündigung gesehen und auch die Zusage von dem Mithat Sancar, jetzt wiedergewählter Abgeordneter der HDP im Parlament in der Türkei. Der musste jetzt aus dringenden Gründen nach Ankara reisen und kann deshalb heute nicht dabei sein. Wir hätten ihm gerne gratuliert zum Einzug ins Parlament und auch zum Erfolg der HDP, der ja durchaus nicht selbstverständlich war. Dazu kommen wir aber sicher gleich auch noch. Ihr könnt euch beteiligen, alle, an diesem Webinar, indem ihr entweder eure Fragen, eure Anmerkungen im Chat eingebt. Das haben einige gerade auch schon getan für
technische Informationen. Ihr könnt euch aber auch melden und beispielsweise über einen, ich sehe das jetzt hier nicht genau, weil ich als Administrator einen anderen Bildschirm habe, ihr könnt quasi mit Emojis eine Bewertung sozusagen der ganzen Situation abgeben und ich sehe das dann in der Liste, dass ihr euch da gemeldet habt. Genau, zum Beispiel Attila Asrak hat gerade schon einen Daumen nach oben gesetzt. Das ist, das sehe ich und das würde ich dann auch entsprechend interpretieren, gleich als eine Wortmeldung. Also wenn die nicht ernst gemeint war, bitte wieder zurückziehen. Aber genau, ihr seid gleich alle herzlich eingeladen. Ich kann dann auch euch im Screen hier mit Kamera dazuschalten, wenn ihr das wollt, wenn ihr einfach nur eure Frage in den Chat eingeben wollt, weil zum Beispiel eure Wohnung nicht aufgeräumt ist, kein Problem. Wir werden alle Fragen, die heute aufkommen, miteinander besprechen und diskutieren können. Und wir nehmen dieses Webinar auf. Das heißt, auch die, die jetzt gerade nicht dabei sein können oder die nicht die ganze Zeit dabei sein können, können sich dann hinterher bei YouTube und anderen Formaten anschauen. So, genug der Vorrede. Wir haben gerade schon gesagt, Krise der Menschenrechte würde auch auf die Situation vermutlich in der Türkei zutreffen. Wir haben mit der Wahl vor gut einer Woche mit dem Ergebnis, mit dem Sieg von Erdogan in der Präsidentschaftswahl und mit dem Sieg der AKP bzw. des Bündnisses, in dem die AKP ist, bei der Parlamentswahl, sicherlich eine Situation, die wir einordnen sollten. Und deshalb wäre meine Frage, Osman Okan, vielleicht könntest du ein paar allgemeine Worte vielleicht nochmal für die, die es auch gar nicht so im Detail verfolgt haben. Was bedeutet eigentlich dieses Wahlergebnis für die Türkei? Wie ist gerade da die politische Situation, die Diskussion? Was ist da gerade vielleicht auch jetzt nochmal neu zu befürchten? In die Details gehen wir sicherlich auch nochmal rein. Ich persönlich vielen Dank für die Ehre, mir zu teilen, indem ich Mithat Sancar vertreten darf. Mithat Sancar ist ein renommierter Verfassungsrechtler und auch ein unermüdlicher Kämpfer für Menschenrechte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder im Parlament ist, denn er ist einer der zuverlässigsten Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Er ist auch öfter eigentlich in Deutschland, hoffentlich auch mal wieder im Landtag bei euch, hoffe ich demnächst. Komme ich auch gerne hinzu und ich entschuldige mich, dass ich sehr kurzfristig Ja gesagt habe zwischen zwei Terminen. Ich habe nicht die Statistiken vor mir, ich muss frei reden und versuchen, euch über die Situation ein wenig zu informieren. Und wenn es Fragen gibt, natürlich versuche ich darauf einzugehen. Aber ich denke, die Einschätzung ist schon richtig. Mit diesen Wahlen ist in der Türkei dieses Mal tatsächlich die Republik, die Kemal Atatürk vor beinahe 100 Jahren 1923 gegründet hat, ist zu Ende gegangen. Man hat früher öfter davon gesprochen, dass es eine zweite Republik in der Türkei gäbe. Das war eher ein Spiel unter den Intellektuellen, dass man eben gesagt hat, das Erbe des Kemalismus wird nach und nach abgeschafft, dann haben wir die Zweite Republik. Nein, ich glaube, die Geburtsstunde der Zweiten Republik sind diese Wahlen geworden und leider nicht in dem Sinne, wie man das früher angenommen hat von der Zweiten Republik, sondern als Zweite Republik, als ein autoritärer Staat mit einem autokratischen Präsidenten, der das Parlament entmachtet hat und die Legislative an sich gezogen hat, dass es leider mit Menschenrechten in Zukunft viel schlimmer aussehen wird als bis jetzt, ebenso mit den Minderheitenrechten und die Bewegung, die ihn sozusagen aus dem Schlamassel gezogen hat, die nationalistische Bewegungspartei, die MHP, wird ihn weiter nach rechts drängen und er ist sich bewusst, dass wenn er an der Macht bleiben will, auf diese Partei angewiesen ist und dass er deshalb Kompromisse eingehen wird und dass die Polarisierung in der Türkei, das ist ja das Schlimmste, die Polarisierung in der Türkei, mit denen er auch diese Wahl gewinnen konnte, weitergehen wird. Das haben wir schon gesehen bei den ersten Erklärungen, zum Beispiel des Innenministers, wo er
den GHP-Leuten. GHP ist die größere Oppositionspartei, die nicht immer ganz richtig als die sozialdemokratische bezeichnet wird, obwohl sie wirklich wenig mit Sozialdemokratie zu tun hat, eher mit dem Kemalismus, dass deren Abgeordneter ab jetzt eigentlich die Begräbniszeremonien von Soldaten, die bei den Kämpfen gegen die kurdischen Guerillas gefallen sind, nicht mehr besuchen dürfen, nicht mehr daran teilnehmen dürfen, weil die GHP teilweise eben mit der HDP bei den Wahlen koaliert habe. Also das zeigt, wie verbissen die Polarisierung weiter getrieben wird. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man zurzeit ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit sowohl in Nordsyrien als auch in Nordirak weiter die kurdischen Stellen bombardiert und hofft irgendwann auch der Führungskraft der PKK auf den Bergen im Nordirak in Kandil habhaft zu werden, beziehungsweise sie, wie Sie sagen, auszuräuchern. Das wird auch, also wie gesagt, weitestgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. In der Türkei hat man mit den Wahlergebnissen zu tun und in Deutschland haben sie mit ihrem Host zu tun und deshalb nimmt man das sozusagen stillschweigend hin, dass deutsches Kriegsgerät in diesen beiden Ländern im Sinne von Erdogan eingesetzt wird. Und das alles lässt Schlimmes befürchten, dass wir mit dieser Präsidialdiktatur weiter werden leben müssen und dass wir tatsächlich auch mit noch mehr Menschen aus der Türkei, dieses Braindrain gibt es schon seit über 2 Jahren, es hat schon früher angefangen, aber dieser Putschversuch und die unglaubliche Verfolgungswelle danach hat natürlich einen großen Schub gegeben, dass wir diesen Brain Drain aus der Türkei hier haben werden. Hunderte von Wissenschaftlern, Intellektuellen, Schriftstellern, Journalisten sind schon in Europa, meistens in Deutschland und davon auch die meisten. Also es gibt 2 Zentren, muss man sagen, Köln und Berlin. Und hier haben wir eben diese Anhäufung von diesen Menschen, die der Türkei und der türkischen Gesellschaft und der demokratischen Entwicklung in der Gesellschaft natürlich fehlen. Und es ist unsere Aufgabe jetzt, sie einmal hier zu integrieren, aber sie gleichzeitig zu befähigen, dass sie auch ein Teil des Kampfes der Bewegung für die Demokratisierung der Türkei und für die Demokratisierung unserer türkeistämmigen Menschen hier werden. Vielleicht ganz kurz so ein Überblick von mir aus. Wir können das natürlich weiter vertiefen in alle Richtungen. Vielen Dank erstmal. Das war ja tatsächlich ein guter Überblick. Ich glaube, was vielleicht noch interessant wäre, du hast es jetzt gerade Präsidialdiktatur genannt. Wenn wir uns noch mal ein bisschen anschauen, also genau, wir hatten mit Mithat ja einen Verfassungsrechtler, der das vermutlich sozusagen ziseliert im Detail auch noch mal dargestellt hätte. Aber vielleicht kannst du auch trotzdem noch mal sagen, jetzt mit dieser Wahl tritt ja auch das neue Präsidialsystem und damit das Ergebnis des Referendums in Kraft. Genau. Wir haben hier in Deutschland ja auch eine intensive Diskussion zum Referendum gehabt, weil ja auch da schon die Menschen, die für die Türkei-Wahlen hier auch stimmberechtigt waren, auch da mitgestimmt haben. Das heißt, es war vor einem guten Jahr schon mal intensiver in der Diskussion. Aber was heißt das jetzt im Konkreten? Welche neuen Möglichkeiten hat Recep Tayyip Erdogan jetzt nach dem neuen System im Vergleich zu früher, auch um beispielsweise diese autoritären Dinge auszubauen? Es ist eigentlich, es ändert sich, wie soll man sagen, also de facto nicht sehr viel. De jure schon, weil er auch jetzt die juristischen Voraussetzungen geschaffen hat. De facto ändert sich insofern nicht sehr viel, weil er sowieso in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren seit diesem gescheiterten Putschversuch das Land in einem Ausnahmezustand war und er durfte auch in dieser Zeit mit Dekreten das Land regieren. Das heißt, Ausnahmezustand nach dem türkischen Recht gibt ihm, dem Präsidenten, das Recht, per Dekret zu regieren, bis jetzt auch der Regierung. Aber der Ministerpräsident ist ja jetzt abgeschafft. Also es ist eine verschärfte Art von Präsidial
vom Präsidialsystem, wie es in Frankreich gibt, wo der Ministerpräsident praktisch nur namentlich da ist, aber der Präsident praktisch die Gewalt an sich zieht und die Gesetze also werden zwar nachträglich vom Parlament bewilligt, aber eigentlich kann er mit Dekreten regieren. Das hat er auch in den letzten 2 Jahren gemacht. Jetzt kann er das auch praktisch, weil die Verfassung jetzt in Kraft getreten ist mit diesen Änderungen, jetzt kann er das auch, also ohne den Ausnahmezustand könnte er das Regime genauso fortführen wie bis jetzt. Trotzdem besteht er darauf, dass er, dass der Ausnahmezustand jetzt nochmal verlängert wird, weil es ihm eine zusätzliche Sicherheit gibt. Und er kann die Mehrzahl der Mitglieder des Verfassungsgerichts benennen. Also er hat praktisch die Justiz vollends unter Kontrolle. Und er kann bestimmte staatliche Hochschulen mit den Rektoren bestücken, die ihm genehm sind. Das hat er aber auch gemacht. Er hat sogar Rektoren benannt, die gar nicht kandidiert haben. Die wurden dann über Nacht zum Rektor ernannt. Und es gibt zurzeit auch Unruhen deshalb, zum Beispiel in Ankara in der renommierten Middle East Technical University, weil ein Professor, der nicht mal kandidiert hatte, von ihm zum Rektor ernannt worden sind. Das heißt also, die letzten 2 Jahre hat er das ohnehin praktiziert, was jetzt ihm auch gesetzlich, verfassungsmäßig zugebilligt wird. Also insofern hat er freie Hand und deshalb also wird dieser unangenehme Zustand, wo die Menschenrechte praktisch ausgeschaltet sind, wo die Pressefreiheit nicht mehr existiert, die Medien gleichgeschaltet sind. Also wir werden diese Situation weiter erleben und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich die Situation verschärfen wird. Ja, vielen Dank. Schauen wir doch mal vielleicht ein bisschen auf die Gruppen, die vielleicht in besonderer Weise auch nochmal von diesem autoritären Umbau der Türkei betroffen sind. Du hast jetzt gerade schon die Pressefreiheit angesprochen. Türkei gehört ja zu den Ländern, die ganz weit oben stehen auf der Liste der Staaten mit den meisten inhaftierten Journalisten. Wir haben das in Deutschland natürlich auch insbesondere bei Deniz Yücel verfolgt, aber er hat ja auch selbst immer wieder darauf hingewiesen, dass er da auch das Gefängnis im Prinzip geteilt hat mit vielen, vielen Kollegen, über die hier in Deutschland nicht immer so viel berichtet wurde. Wir haben jetzt als am Wochenende erlebt, dass zum wiederholten Male die Istanbul Pride, also der sozusagen türkische CSD, gewaltsam von der Polizei gestoppt wurde, auch schon im Vorfeld verboten wurde. Wir haben den völkerrechtswidrigen Krieg gegen Kurden in den Gebieten, die an Syrien grenzen. Also all das sind ja Themen, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon viele Dinge genannt, aber könntet ihr beide vielleicht auch da, vielleicht wäre das auch ein Übergang, gerade dazu auch noch mal etwas sagen, also auf wen sollten sich unsere Blicke da besonders richten? Natürlich auf die ganzen demokratischen Kräfte, denn die sind jetzt tatsächlich, wie es Osman Okan ja auch aufgeführt hat, massiv bedroht. Das fängt übrigens an mit der demokratischen Opposition im Parlament auch, die ja auch direkt einen Tag nach der Wahl, insbesondere die HDP-Vorsitzende vom Innenminister persönlich angerufen worden ist und ganz klar mit deutlichen Worten bedroht worden ist. Er hat ihr mitgeteilt, dass sie keine Chance mehr, keine Überlebenschance mehr in dem Land haben werden und dass sie abziehen sollen. Also das sind ganz klare Worte. Und ich finde es sehr, sehr mutig, dass die HDP trotzdem darauf beharrt, auch wirklich die parlamentarische Arbeit fortzusetzen. Und ich glaube, darin müssen wir sie auch weiterhin stützen. Also zum einen die demokratische Opposition im Parlament und zum anderen natürlich die demokratischen Kräfte in der Zivilgesellschaft. Großartig waren diese Bilder von den ganzen LGBTI-Aktivisten, die, obwohl sie wussten, dass es verboten war, auf die Straße zu gehen,
Obwohl sie wussten, dass sie mit Gewalt, polizeilicher Gewalt rechnen mussten, sind sie zu Tausenden auf die Straße gegangen. Und von denen gibt es tatsächlich in der Türkei nicht mehr viele. Es gibt nicht mehr so viele Menschen, die es wagen, auf die Straße zu gehen. Sehr klare Zeichen setzt zum einen die Frauenbewegung immer wieder, zum 8. März vor allen Dingen. Da gehen sie auch zu Tausenden auf die Straße. Und ich fand es nochmal sehr beeindruckend, dass es die LGBT, dass die LGBTI-Aktivisten es auch nochmal gewagt haben, auf die Straße zu gehen. Und ihnen müssen wir zur Seite stehen. Terry, unsere Europaabgeordnete, war jetzt dort, um da auch ein klares Zeichen der Solidarität zu setzen. Und wir müssen auch auf parlamentarischer Ebene die Zusammenarbeit mit demokratischen Parlamentariern nochmal stärken, den Austausch vorantreiben. Und wir müssen darauf hinarbeiten, dass auch jeder Austausch, Regierungsaustausch, der stattfindet mit der Türkei, nicht nur auf der Ebene mit AKP und mit der Regierungspartei stattfindet, sondern dass auch, wenn deutsche Regierungsvertreterinnen und Vertreter in die Türkei reisen, auf jeden Fall ganz deutlich auch und sichtbar auch sich mit der demokratischen Opposition treffen, im Parlament und mit den Kräften, die auf die Straße gehen oder es vielleicht nicht mehr wagen, aber dass man sie aufsucht. Das ist aber noch ein Hinweis, dazu kommen wir sicher auch nochmal zu sprechen. Erwähnt wurden ja die zahlreichen Journalistinnen und Journalisten und ganz auch nochmal, dass sich ein Oppositionspolitiker auch und weitere Oppositionspolitiker auch inzwischen ja auch von der CHP sich in Haft befinden. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, da auch nochmal den Druck zu erhöhen, dass diese Oppositionspolitiker, diese Journalisten sehr schnell ein faires Verfahren kriegen. Ist fast schon naiv, das zu fordern, aber zumindest immer wieder an sie zu erinnern, darauf hinzuweisen, dass ihre Gefangenschaft nicht akzeptabel ist. Und es sind aber leider nicht nur Menschen aus der Türkei, die in der Türkei in Haft befinden, sondern wir haben jetzt inzwischen ja auch eine dritte Person aus NRW direkt mit der Sängerin Hosan Cane, die auch in Haft ist, neben Adil Demirci, dem Journalisten, und einer weiteren Person, die anonym bleiben will, sind es drei Personen aus NRW, die in Haft sind. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass auch hier gerade auch aus NRW heraus ein klares Zeichen gesendet wird. Ich weiß, dass sich bislang von den Verantwortlichen in NRW, also Ministerpräsident Laschet oder aber auch andere Verantwortliche, gerade aus der Regierungsverantwortung, noch bei keinem dieser Familien gemeldet haben. Und es wäre sehr, sehr wichtig, dass auch hier Ministerpräsident Armin Laschet auch als Landesvater mal endlich die Initiative ergreift und diese Personen mal in Berlin thematisiert und auch bei seinen persönlichen Gesprächen, die er ja nun mal hat, mit Regierungsvertretern aus der Türkei. Dann nach NRW schauen wir gleich nochmal besonders nochmal zu der Situation, die du auch angesprochen hast. Viele auch Politiker sind inhaftiert. Jetzt hat die HDP sogar einen Präsidentschaftskandidaten aufgestellt mit ihrem ehemaligen Vorsitzenden Selahattin Demirtas, der aus dem Gefängnis heraus kandidiert hat. Osman, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen einordnen? Also wie ist dieser Wahlsieg, muss man ja auch sagen, der HDP? Also sie sind über die 10% wieder gekommen, sie sind wieder ins Parlament eingezogen unter ja wirklich absolut erschwerten Bedingungen. Wie kann man das einordnen? Ich denke, das ist einer der Lichtblicke dieser Wahlergebnisse, dass die HDP das unter diesen Umständen, unter wirklich sehr undemokratischen, sehr unfairen, ungleichen Rahmenbedingungen trotzdem geschafft hat, ins Parlament reinzukommen, dass eine so große Mehrheit praktisch nicht für Erdogan gestimmt haben. Das sind die positiven Seiten dieser Wahlergebnisse, denn wenn man sich vorstellt, unter welcher Medienkampagne, um nicht zu sagen Gewaltwelle, die Öffentlichkeit steht, wenn fast 90% aller Medien, nicht nur der audiovisuellen elektronischen Medien, sondern auch der Printmedien, unter dem Einfluss von Erdogan und seinen Anhängern steht und welche wirklich nationalistische Hetze da betrieben wird, dann ist es wirklich nicht hoch genug einzuschätzen, wie der Einsatz von HDP und von anderen demokratischen Kräften ins Gewicht fällt. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass die HDP
ins Parlament gekommen ist und dass praktisch Selahattin Demirtas von seiner Gefängniszelle aus so eine Wahlkampagne durchführen konnte, dass er wirklich die großen Sympathien von vielen Wählern, nicht nur von seinen Parteianhängern auf sich ziehen konnte. Das sind die positiven Merkmale dieser Wahlen und dass er mit seinem wirklich mit seiner Ausstrahlung die Hoffnung gegeben hat für viele, obwohl die AKP bzw. die Koalition und Erdogan die Stimmen, die Mehrheit der Stimmen bekommen haben. Aber dass es diese Opposition gibt und diese Willenskraft in der zivilen Gesellschaft gibt, die Nein sagen zu Erdogan, auch unter diesen Bestimmungen, das ist die Hoffnung für alle Demokraten. Und das ist die Bewegung, das ist die zivile Gesellschaft, die wir unterstützen müssen, auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Ich meine, es ist wirklich eigenartig und ich will dir nicht zeigen, aber während wir sprechen, bekomme ich WhatsApp-Messages zum Beispiel von dem einen GHP-Abgeordneten, der ehemaligen GHP-Abgeordneten, der vorgestern inhaftiert worden ist, von seinen Angehörigen, dass sie auch Unterstützung brauchen. Aber es sind sehr viele, die wir namentlich auch nicht nennen wollen, die auf Unterstützung, auch auf materielle Unterstützung angewiesen sind. Deshalb also, ja, es läuft auch unser Rechtshilfefonds mit Hilfe von vielen Prominenten, Gott sei Dank, wie Wallraff und sogar Oliver Welke, wieso sogar, er ist ja sehr engagiert, und Deniz Yücel und Can Dündar mitmachen. Und wir sind sehr froh, dass es Anwälte gibt, tapfere Anwälte aus Diyarbakir, aus Ankara, aus Mardin, die das unterstützen und ihr Leben riskieren, nicht nur ohne Honorar die Menschen verteidigen, sondern ihr Leben riskieren, um den Angehörigen auch diese materielle Hilfe zukommen zu lassen. Das sind aber die konkrete Situation, mit der wir leben müssen und mit den eben Menschen, die hierzulande hier sind und die uns wirklich eine große Hilfe leisten können, um die demokratische Bewegung in der Türkei zu unterstützen. Aber nicht zu vergessen, vielleicht werden wir später darauf zurückkommen, aber ich habe ja Autokorso in der Überschrift gesehen, um das demokratische Bewusstsein bei den türkeistämmigen Menschen hier auch zu thematisieren. Das alles sind große Aufgaben, die vor uns stehen. Und diese Wahlen, wenn sie für etwas nützlich sind, mögen sie dazu dienen, dass wir diese Probleme wirklich wahrnehmen und uns nicht mehr einlullen lassen. Man sei auf diesen Flüchtlingsdeal angewiesen, deshalb müsste man Erdogan mit Samthandschuhen anfassen. Oder aber wir hätten die Menschen hier so weit integriert, dass, also dieser Begriff ist an sich eine Blasphemie, aber dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind, das haben wir nicht geschafft. Das müssen wir uns ehrlich zugeben und unsere Bemühungen wirklich auf diese beiden Bereiche, denke ich, konzentrieren. Wenn wir ganz offen sagen könnten und einfordern könnten, Schluss mit der Militärhilfe für die Türkei, und wenn wir die Politik dazu bringen, sich statt mit Özil und İlkay und anderen Fußballern zu beschäftigen, dass sie tatsächlich den Kernpunkt angehen müssen, dass sie die Waffenhilfe sofort unterbinden und der Erdogan-Regierung sagen können, ihr dürft diese Waffen nicht für den Krieg gegen die Kurden einsetzen. Das wäre schon ein Votum und das wäre eine Forderung. Aber leider sind wir, sage ich mal, wir alle immer noch nicht in der Lage, das in der Öffentlichkeit so vorzutragen, dass sie auch ernst genommen wird. Und ich möchte zumindest mit Unterstützung der Grünen rechnen dürfen, dass diese Forderung immer lauter wird und auch in Berlin vernehmbar, hörbar wird. Ich glaube, diese Zusage können wir von unserer Seite aus durchaus gerne machen. Aber schauen wir doch tatsächlich mal ein bisschen nach Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja da auch festgestellt in den Wahlergebnissen der sogenannten Auslandstürken, das ist ja die Bezeichnung, die da kursiert, also derer, die hier in Deutschland leben, aber türkische Staatsbürgerschaft haben und dann auch bei den Wahlen für die Türkei mitstimmen dürfen,
haben wir hier in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen große Mehrheiten für Erdogan und für die AKP erlebt. Wir schauen uns das gleich auch nochmal so ein bisschen im Vergleich in Europa an. Aber welche Diskussion müssen wir jetzt führen? Was ist eigentlich das, was sich daraus an Auftrag auch für eine menschenrechtsorientierte Migrationsgesellschaft, in der wir leben, ergibt? Birivan, du bist ja damit intensiv befasst. Also ich glaube, dass diese Debatten rund um die Türkei-Wahlen und die Beteiligung von türkeistämmigen oder türkischen Staatsbürgern aus Deutschland an diesen Wahlen und das, wie sie abgestimmt haben, eigentlich eine Gelegenheit bietet, mehrere Aspekte aufzugreifen. Zum einen die Tatsache, dass Menschen, die hier leben, hier ihren Lebensmittelpunkt haben, an einer Wahl in einem anderen Land sozusagen, die Zukunft eines anderen Landes bestimmt, ist erst einmal so neu. Das haben wir seit 2012, dass Türkeistämmige von hier aus sich bei den Wahlen beteiligen können. Das ist übrigens auch ein Versprechen dieser Regierung gewesen. Und dieses Versprechen hat diese Regierung auch eingehalten und umgesetzt, dass diese Menschen das dürfen. Ich glaube, dass das erst einmal für viele gar nicht mal selbstverständlich ist, dass Menschen sich überhaupt an diesen Wahlen beteiligen. Ich kriege das immer wieder mit, dass das die Frage gestellt wird, Wahlen, warum interessieren Sie sich nicht für das politische Geschehen hier in diesem Land? Und ich finde diese Frage erst einmal nicht ganz fair, weil ich finde, wenn Menschen Staatsbürger eines Landes sind und somit halt auch das Wahlrecht haben, ist es völlig okay und absolut nicht verwerflich, dass sie an diesen Wahlen auch teilnehmen. Das ist ihr demokratisches Recht. Das Wahlrecht ist ein hohes demokratisches Gut und das gilt es erst einmal zu verteidigen. Und damit müssen wir erst einmal, glaube ich, lernen, umzugehen und auch diese Fragen so klar zu bezeichnen. Zum anderen, ich finde, dass das Interesse für politische Entwicklung in einem anderen Land nicht automatisch bedeutet, dass man gegenüber dem Land, in dem man lebt oder seinen Lebensmittelpunkt hat, kein Interesse hat. Das weiß ich aus meiner eigenen Biografie. Ich komme aus der Menschenrechtsarbeit, ich komme aus der Türkei- und Kurdistan-Politik, das habe ich jahrelang betrieben und diese Politik hat gewisse Werte bei mir sowas von fest verankert, dass ich wusste, dass es diese Werte auch nochmal sehr wohl auch hier in Deutschland zu verteidigen geht und dass diese Werte auch hier noch nicht wirklich völlig abgesichert sind. Und das kann man alles. Also insofern ist das überhaupt nicht problematisch. Aber so, wir müssen uns tatsächlich Gedanken darüber machen, warum gerade in Deutschland, aber gerade auch in NRW, das ist ja die Hochburg sozusagen der AKP-Sympathisantinnen und Sympathisanten, warum das so ist, warum Menschen, die hier teilweise geboren, aufgewachsen sind oder die zumindest hier sozialisiert sind, ihren Lebensmittelpunkt hier haben, eine Sympathie für einen islamistisch-nationalistischen, autoritären Politik. Woher kommt das? Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube auch nicht, dass es einfach nur auf eine Erklärung reduzierbar ist. Das sind unterschiedliche Faktoren, über die wir uns auch heute Abend nochmal, glaube ich, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Aber ganz klar ist, NRW hebt nochmal ganz deutlich von anderen Städten und Ländern ja auch hervor, Ländern von Bundesländern, da wird deutlich, dass insbesondere die Tatsache, dass AKP-nahe Strukturen ihren Sitz in NRW haben, wie zum Beispiel die DITIB-Moscheen, die DITIB-Zentrale, aber auch Miligürisch, aber auch UETD, die Lobbyorganisation der AKP, dass diese Organisationen über Jahre hier Strukturen aufgebaut haben und somit auch wirklich gute Zugänge in die türkeistämmige Community haben und diese Menschen ja auch mobilisieren können. Sie haben zahlreiche Angebote auch gemacht für eine hohe Wahlbeteiligung hier. Sie haben Menschen kostenlos zu den Wahlurnen transportiert. Sie haben sie wirklich auch doktriniert, ganz intensiv, und haben sie dahin gefahren zur Abstimmung. Das ist ja deutlich, dass das einen sehr starken Einfluss hatte, finde ich zumindest. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch doch nochmal
dahin gucken, was ist in der Demokratiebildung hier bei uns schiefgelaufen? Haben wir zu wenig über bestimmte Werte mit diesen Menschen gesprochen? Denn im Endeffekt steht Politik, stehen aber auch Menschen aus der Zivilgesellschaft, Künstlerinnen, Künstler auch mit diesen Verbänden, gerade auch mit den Moscheeverbänden, seit Jahren in einem engen Austausch. Und da fragt man sich natürlich, worüber hat man sich ausgetauscht? Und ich gehöre ja zu denen, die das seit Jahren auch kritisieren, dass dieser Austausch selten ein ehrlicher Austausch auf Augenhöhe war, dass dieser Austausch darin bestand, dass man sich gegenseitig gefeiert hat und dass man Begriffe wie Vielfalt, Toleranz, Demokratie, respektvolles Miteinander nicht wirklich gefüllt hat. Mhm. Weil diese Worte müssen wir füllen. Wir müssen wissen, was wir meinen, wenn wir von Demokratie sprechen, was wir meinen, wenn wir von Rassismus und Nationalismus sprechen. Das ist unzureichend in den vergangenen Jahren geschehen und da muss sich dringend auch was ändern. Darüber hinaus, ich glaube auch, dass Schulen sich insbesondere mit vielen Fragen auseinandersetzen müssen. Wir müssen gucken, welchen Zugang wir aber auch Schulen bieten müssen, denn diese Konflikte werden auch sehr oft schon in den Schulen und bei Kindern ausgetragen. Ich war jetzt auf zahlreichen Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, wo mir auch nochmal mitgeteilt wurde, dass gerade auch Kinder kurdischer Herkunft sehr, sehr stark darunter leiden, dass sie wirklich unter Druck gesetzt werden. Aber auch alevitische Kinder, gerade wenn es darum geht, halt zur Fastenzeit, warum sie nicht fasten und ob sie fasten, dass all diese Fragen nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass man da als Lehrer aber auch so ausgebildet werden, dass sie auch mit diesen Schülerinnen und Schülern diesen Austausch, diesen Streit auch austragen können. Wir wollen natürlich jetzt Lehrerinnen, die sowieso schon sehr viel zu tun haben, nicht noch mehr zumuten, aber sie müssen auch Ansprechstellen haben, Anlaufstellen haben, wo sie Hilfe holen können. Und das muss erstmal dafür auf die Tagesordnung, auf die Agenda gesetzt werden. All das müssen wir angehen. Und ein Punkt ist mir nochmal ganz wichtig. Diese Menschen erhalten ihre Informationen über die Türkei, über die türkischsprachigen Sender, die sie empfangen aus der Türkei. Und wir haben ja, Osman hat es ja eben nochmal dargestellt, wir wissen ja alle, wie die Medien gleichgeschaltet sind. Und sie erleben sozusagen 10 Stunden, 12 Stunden AKP-Propaganda und ganz persönlich von Erdogan selbst auch über Fernsehen, über die Zeitungen, über soziale Medien, aber auch sehr, sehr intensiv. Und es ist fatal gewesen, dass zu einer Zeit, als die Türkei angefangen hat, die Medien gleichzuschalten, Journalistinnen einzusperren, ganz knallharte Zensur auszuüben, dass parallel zu derselben Zeit hier aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch die muttersprachlichen Sendungen gekürzt worden sind. Das ist fatal. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz dringend jetzt darüber reden müssen, dass wir hier Alternativangebote brauchen. Angebote in der Muttersprache der Menschen, weil darüber kann man sie auch nochmal emotional erreichen. Angebote, die die Bedürfnisse und Themen der Menschen anpacken, ansprechen, aber mit ganz klaren Regeln, Pressekodex, wie wir sie von hier aus kennen. Ja, sprechen wir gleich sicherlich auch nochmal drüber, so eine Art türkisches Arte, das ist ja im Prinzip schon runtergebrochen, was da diskutiert werden könnte, auch die Frage von Schule. Ich will aber nochmal ein bisschen in die Analyse nochmal zurückgehen. Wenn man sich im Duisburger Norden, in Gelsenkirchen, in Köln umhört und fragt, warum denn Erdogan, warum AKP? Dann wird man ja an vielen Stellen jetzt gar nicht, ich finde das wichtig, was er damit der Opposition macht, sondern Wirtschaftspolitik, Türkei zu neuer Stärke gebracht, Religionsfragen, all solche Dinge ja auch. Deshalb, also ist diese Zustimmung zu Erdogan und zur AKP, vielleicht auch die Frage an Osman, ist das ein Ausdruck der Verachtung liberaler Werte, die in gewisser Weise vielleicht mehrheitlich in Deutschland und Europa auch so vermittelt werden, oder steckt da was anderes hinter? Steckt da auch ein, wie ist es zu erklären? Ich denke, es ist
Also für die Kenner der Materie, sage ich mal, auch für die Kenner dieser Parallelgesellschaften, die wir akzeptieren müssen, dass es die gibt. Beriwand kennt sich da sehr gut aus und deshalb ist es also wenig hinzuzufügen zu dem, was sie gesagt hat. Aber wir müssen akzeptieren, wir müssen das auf die Formel bringen. Also es gab die CDU lange Jahre an der Regierung, seit Gründung der Bundesrepublik. Die hat 30 Jahre gesagt, die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland. Wir brauchen keine zusätzlichen Maßnahmen. Also mit der Kosmetik um Integrationsthematik hat man sich begnügt. Dann sind die Grünen und die SPD an die Macht gekommen. Die haben gesagt, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft. Da brauchte man auch nicht viel zu machen. Wir waren ja schon eine multikulturelle Gesellschaft und Einwanderungsland. Und diese Politik hat uns schließlich zu dem geführt, was wir heute vorfinden. Also, dass man die Tatsachen, die existieren, nicht zur Kenntnis genommen hat, sondern in den Wunschvorstellungen gelebt hat. Und dass man plötzlich tatsächlich mit der Tatsache konfrontiert ist, mit der Begebenheit konfrontiert ist, dass die Menschen, ganze eben die Ortschaften, die du aufgezählt hast, aber auch viele andere Gemeinden, also eine so starke Charakteristik aufweisen, dass man sich tatsächlich, Gesellschaft ist vielleicht zu viel gesagt, weil es nicht eine Gesellschaft ist in dem Sinne, aber da ist die Kontrolle da, die soziale Kontrolle über die Normen, die diese Minderheiten aufoktroyieren praktisch in religiöser Hinsicht, in nationaler, nationalistischer Hinsicht. Und wir haben das also sehr ergiebig unterstützt. Da sind wir uns gar nicht bewusst, indem wir, wie Beriwan gesagt hat, indem wir die wenigen, die kläglichen, existierenden muttersprachlichen Angebote im medialen Bereich weggekappt haben und davon ausgehen, wenn Sie mit uns auf der Straße beim Obsthändler oder in der Bäckerei ein paar Worte Deutsch sprechen, dann sind Sie in der deutschen Sprache zu Hause, Pustekuchen. Die kommen nicht mit. Wir zeigen ihnen diesen Respekt nicht, dass wir sie in ihrer Sprache, die sie verstehen, das kann die Muttersprache sein, das bleibt aber manchmal in zwei, drei Generationen die Muttersprache, mit der sie diese mediale Welt erfassen. Und wenn wir ihnen diese Informationsmöglichkeit, ein Informationsrecht, was ein Menschenrecht ist, nicht geben, dann sind sie auf Erdogan-Medien angewiesen und die konsumieren das. Wie verrückt. Das wissen wir alle, dass sogar hier geborene, hier ausgebildete Menschen, türkischstämmige Menschen, wenn sie zu Hause gehen, dann sehen sie in ihrer medialen Welt von Erdogan mit ihren unzähligen Serien, nationalistischen Programmen, dann sehen sie eben vor diesen Medien und konsumieren das, weil wir nichts Ebenbürtiges anbieten. Zum Zweiten, gerade in diesen Problemzonen, gesellschaftlich gesehen, soziologisch gesehen Problemzonen, haben wir die Jugendarbeit, haben wir die Sozialarbeit, haben wir die Frauenarbeit praktisch den Moscheegemeinden überlassen. Wir haben also dort die Streetworker abgezogen, wir haben also die schlechte Schulbedingungen, über die wir seit Jahren wissen, wir haben sie bestehen lassen, dass eben Klassen gibt mit so hohem Anteil, dass ein für die Lehrer ein regelrechter Unterricht nicht mehr gewährleistet ist. Und all diese Probleme haben wir ignoriert. Und noch dazu haben wir diese sozialen Aufgaben an die Moscheegemeinden delegiert. Und jetzt wundern wir uns, dass sie so eine, so einen Einfluss haben, dass Erdogan praktisch nicht mal seine Parteiorganisation hier braucht. Die hat er auch. Und die haben unglaublich gut mobilisiert zu den Wahlen. Diesmal im Verborgenen, das haben Sie ja gelernt aus den letzten Ereignissen beim Referendum, dass Sie tatsächlich Wahlkampfeinsätze bis auf den Außenminister in Solingen eben und einige andere Einsätze reduziert haben. Aber die haben den Stellen unglaublich reduziert, eine sehr hohe Wahlbeteiligung, vor allem in Nordrhein-Westfalen erreicht. Und wir wissen auch die Resultate. Deshalb also müssen wir all diese Tatsachen zur Kenntnis nehmen und wir müssen auch Geld in die Hand nehmen, wenn wir da tatsächlich mit diesem Problem
fertig werden wollen. Ich würde nicht sagen, dass die Menschen das Problem darstellen, aber die Umstände, zu denen wir sie gezwungen haben im Laufe der Jahrzehnte, führen dazu, dass sie allein aus der Reaktion heraus, dass jemand respektiert wird, ganz egal, welche Ideen er verfolgt. Ich bin überzeugt davon, dass viele der AKP-Wähler gar nicht diese faschistoide, diktatorische Regierung unterstützen. Aber da ist jemand, der endlich den Europäern, den Deutschen, diesen hochmäßigen Menschen zeigt, wo der Hammer hängt und das Respekt verschafft, sich Respekt verschafft. Der Respekt, der ihnen hier nicht zuteil wird, weil sie wirklich nicht ernst genommen werden, weil sie weder in der medialen Welt vorkommen, in dem als gleichberechtigter Partner, noch in der sozialen Hierarchie anerkannt werden und dass sie dann sich an dieser Projektionsfläche Erdogan festhalten und praktisch aus Trotzreaktion, gerade die zweite, dritte, sogar vierte Generation, die hier geboren wurde, die sich eigentlich hier zu Hause fühlen müsste, die spüren natürlich diese Segregation, diese Ausgrenzung am ehesten. Ihre Eltern waren ja genügsam, die erste Generation. Die waren dankbar, dass sie hier Arbeit gefunden haben, dass sie hier im Lohn und Brot standen. Aber die jüngeren Generationen haben Ansprüche wie ihre deutschen Gleichaltrigen. Und sie sehen, dass diese Möglichkeiten ihnen verwehrt werden und dass die Gesellschaft nichts tut, um diese Defizite auszugleichen und dass sie aus dieser Trotzreaktion heraus, sozusagen aus diesem Anspruchsdenken, also das müssen wir auch konstatieren, dass sie dann sagen, wir werden in dieser Gesellschaft nicht als gleichwertige Menschen angesehen. Da ist aber Erdogan, der denen Kontra gibt und der wird ernst genommen, dann unterstützen wir ihn. Also das sind für die Menschen, die sich wirklich mit dieser mit diesen Menschen auskennen und mit denen sich länger unterhalten haben und ihre Lebensgewohnheiten kennen. Also ist keine Überraschung, dass es diese Ergebnisse gibt. Und wirklich, ich sage das, damit wir uns nicht damit vertrösten, ja, das war nur ein Teil der wahlberechtigten Türken und der Rest. Bei dem Rest wird man auch das Gleiche feststellen, auch bei denen, die nicht zur Urne gegangen sind und die aber diese Ausgrenzung, diese, ich nenne das wirklich sehr emotional, Respektlosigkeit der Aufnahmegesellschaft spüren. Das kann auch sehr gut gemeinte Respektlosigkeit sein. Aber wenn wir wirklich diese Sozialarbeit, Jugendarbeit, Frauenarbeit, deren religiösen Organisationen überlassen, und uns so aus der Affäre ziehen, das merkt man, das spürt man und das nimmt man auch als eine Art Herabsetzung wahr. Und da müssen wir, da können wir sehr konkrete Maßnahmen ergreifen, aber wir müssen das Problem eben sowohl im sozialen Bereich als auch im medialen Bereich endlich sehen. Wir wissen gar nicht, was da los ist. Also dass auch die türkischsprachigen Presseorgane hier regelrechte Hetzjagden organisieren, aufrufen zur Demonstration. Das alles lesen wir vielleicht mal und vergessen wir das. Aber dass die Leute sind tagtäglich damit konfrontiert. Das ist deren Bewusstsein dann und darüber können wir uns nicht wundern. Kann man das doch vielleicht einmal ein bisschen nochmal im europäischen Vergleich an. Denn das, was wir in Deutschland erleben, ist in Österreich beispielsweise ähnlich, aber es gibt auch in Europa ganz andere Beispiele, wie Finnland, wie Großbritannien, wo am Ende eine Mehrheit, teilweise für die HDP, teilweise für die GEP, teilweise für die jeweils anderen Präsidentschaftskandidaten, Insel oder Demirtas gestimmt haben. Was ist da anders als hier? Unterscheidet sich die Zusammensetzung der Bevölkerung oder hat das auch was mit beispielsweise dann der finnischen, der britischen Politik gegenüber diesen türkeistämmigen Menschen auch zu tun? Was könnte man daraus eventuell lernen? Oder ist das einfach nicht vergleichbar? Ja, Finnland ist ja sehr, sehr spannend. Gucken wir uns das Wahlergebnis in Finnland an. Da hat die HDP über 48% geholt. In Großbritannien ist die CHP ganz klar vorne.
Das heißt, wenn wir uns das angucken, wo hat die AKP eigentlich ihre Starken, ihre Hochburgen, dann sind das diese klassischen Gastarbeiterländer. Das ist Finnland nun mal nicht und Großbritannien auch nicht unbedingt. Das sind halt, das sind die Benelux-Länder, das sind Niederlanden, Belgien, das ist Deutschland, das ist Österreich. Das sind die klassischen Gastarbeiterländer. Das heißt, das hat auch was mit der Population zu tun, mit der Wählerschaft. Und in Großbritannien, in den skandinavischen Ländern, in Finnland, da haben wir es mit einer Community zu tun, die überwiegend aus Studentinnen, Akademikern oder aber aus Flüchtlingen, kurdischen und alevitischstämmigen Flüchtlingen besteht. Und diese Unterscheidung der Population, das ist auch in Deutschland zu beobachten. Berlin hat zum Beispiel auch andere Wahlergebnisse als in NRW, weil in Berlin auch eine große alevitische Community zu Hause ist und auch eine sehr starke alternative türkeistämmige linke Community gut organisiert ist. Also da merkt man auch da, wo gute demokratische Strukturen existieren, macht sich das auch bemerkbar. Also gerade auch in Berlin im Gegensatz zu NRW zum Beispiel, finde ich sehr, sehr deutlich, dass die Kraft von diesen progressiven Strukturen, von den Künstlerinnen und Künstlern, die dort über Jahre sich niedergelassen haben, das ist da zu sehen. Das haben wir übrigens auch erlebt, dass jetzt parallel zu dem zu dem Christopher Street Day in der Türkei sozusagen, zu der auch in Berlin parallel dazu eine sehr große, lebendige Soli-Marsch stattfand. Das hätte auch hier stattfinden können. Und warum nicht eigentlich? Das müssen wir uns fragen. Also zum einen, die Population ist eine andere, zum anderen sind es aber auch Organisationsstrukturen, die nochmal demokratisches Agieren fördern oder aber auch antidemokratisches Agieren fördern, wie wir sie hier in NRW leider haben. Wir schauen uns gleich auch nochmal vielleicht ein paar Punkte an, so was könnte man jetzt konkret eigentlich machen. Ich möchte noch einmal aufrufen, wir sind jetzt hier bald eine Stunde in der Diskussion. Bisher sind wir hier unter uns geblieben, aber wir haben ja, dass ihr da an den Geräten überall im Land auch eure Fragen, eure Gedanken noch einbringen könnt. Das könnt ihr, ich sage es nochmal, tun, entweder indem ihr den Chat benutzt oder indem ihr mit einem Emoji markiert, dass ihr etwas sagen wollt, zum Beispiel mit dem Daumen hoch oder mit dem Daumen runter. Ich nehme euch gerne gleich dran. Ihr gebt, ihr habt die Möglichkeit, mit Mikrofon, mit Kamera zu reden oder wie gesagt, in den Chat eure Frage reinzuschreiben, damit wir das, ja, damit auch eure Fragen auf jeden Fall ankommen. Aber ich nutze die Gelegenheit nochmal, bis das dann auch der Fall ist, nochmal nach den Dingen zu fragen, die wir tun können. Also ich glaube, es gibt ja zwei Herausforderungen, die ihr gut skizziert habt. Das eine ist, was muss man eigentlich in Deutschland und generell in Europa, in den Migrationsgesellschaften, die wir hier haben, tun, um Demokratiebildung voranzutragen, voranzutreiben und so weiter. Ich finde gerade den Punkt, was passiert in der Schule, wer hat da eigentlich Zugang zu den Schülerinnen und Schülern, die heute ja, da in unseren Bildungsinstitutionen sind. Das ist ja auch ein staatlicher Auftrag, da zu schauen, was da passiert. Ich finde aber auch die andere Frage spannend, die ihr auch schon angeschrieben habt, was können wir denn eigentlich zur Unterstützung der Menschen in der Türkei gerade noch tun? Sollten wir hier mehr Demos organisieren? Sollten wir politisch Druck auf die Bundesregierung ausüben. Ihr habt das Flüchtlingsabkommen angesprochen. Sicherlich auch politisch nicht unumstritten. Wir sind da als Grüne mehrfach, haben wir klar gesagt, wir wollen dieses Abkommen streichen, nicht nur aus türkeipolitischen Erwägungen, sondern auch aus migrationspolitischen und diesen Erwägungen. Aber was kann man eigentlich noch tun, um nicht die letzte Hoffnung aufzugeben? Also ich würde erst einmal, was müssen wir hier auch machen, nochmal hervorheben wollen, dass wir anerkennen, dass eine Einwanderungsgesellschaft auch immer eine transnationale Gesellschaft ist. Diese Anerkennung braucht es, dass wir aufhören, diese Debatten zu führen, ob jemand jetzt loyal ist, wenn er sich mit einem Politiker trifft, mit dem Erdogan trifft, ob er jetzt gegenüber Deutschland loyal war oder nicht loyal war. Es darf nicht um die Loyalitätsfrage gehen. Es muss um die
Frage gehen, warum trifft sich ein Özil, warum trifft sich ein Gündoğan mit einem Autokraten und steht ihm zur Seite und leistet somit auch eine gewisse Wahlkampfhilfe. Darüber müssen wir reden. Also diese Transnationalität müssen wir anerkennen. Menschen verfügen über mehrere Staatsbürgerschaften. Also wir Grüne fanden das ja immer gut und wollten das ja, die doppelte Staatsangehörigkeit. Und mit dieser doppelten Staatsangehörigkeit ist natürlich auch verbunden, dass Menschen halt auch mehrere Rechte haben, mehrere Wahlrechte haben, zum einen hier, zum anderen in der Türkei. Das bedeutet aber auch, dass wir gerade auch mit unseren Werten, mit unseren freiheitlichen Werten, mit unseren demokratischen Werten, mit unseren Werten, die Menschenrechte nach vorne setzen, auch in Konkurrenz stehen mit anderen Ländern und mit Akteuren aus anderen Ländern. Und sie haben Einfluss darauf. Das müssen wir erst einmal wahrnehmen. Wir müssen sie verfolgen. Wir müssen gucken, wie sie hier Einfluss auch nehmen. Und wir müssen dagegen auch Strategien entwickeln. Das haben wir jahrelang nicht gemacht. Jetzt reden wir darüber. Und ich hoffe, dass wir sehr bald auch über konkrete Strategien reden können. Wie zum Beispiel, dass wir wirklich progressive Kräfte, Strukturen hier in diesem Land auch viel stärker unterstützen. Und zwar auch viel stärker finanziell auch unterstützen. Noch immer fließen Gelder zum Beispiel in DITIB-Projekte. Immer noch. Obwohl wir wissen, was da propagandiert wird. Obwohl wir wissen, dass da auch bespitzelt wird. Obwohl wir wissen, dass da auch Hetze betrieben wird. Fließen immer noch Gelder von der Bundesebene auf diese Strukturen. Und das darf es nicht sein. Demokratische Kräfte zum Beispiel dagegen sind sehr oft nicht so starr organisiert. Das sind Initiativen. Das sind sehr oft Ad-hoc-Initiativen. Sie sind vielleicht nicht so sichtbar, aber die gibt es und auf die müssen wir stärker auch zugehen. Es gibt hervorragende Fraueninitiativen, es gibt Menschenrechtsvereine, es gibt Verbände von Kulturschaffenden inzwischen in Deutschland, es gibt Akademikerinnen, es gibt aber halt auch das Kulturforum Türkei Deutschland seit Jahren schon, das großartige Arbeit leistet. Auf diese Strukturen müssen wir zugehen. Wir müssen auf ihr Know-how einholen, glaube ich, intensiver im Umgang mit diesen Fragen und wir müssen sie auch fördern und stärken. Und zum anderen glaube ich, das soziale Angebote auch wirklich nochmal darzulegen, vorzulegen, das braucht es auf jeden Fall. Und die Schulen haben eine große Rolle auch für die neuen Generationen, die auf uns zukommen werden. Und die dürfen wir halt nicht Strukturen, autoritären Kräften überlassen. Da müssen wir jetzt dran setzen. Ich finde, dass wir ja viel länger schon eigentlich eine Gelegenheit hatten, diese Fragen aufzugreifen, als es um die Verabschiedung der Resolution Armenier-Völkermord ging. Da ist ja eine große, heftige, sehr aggressive Debatte hier auch auf uns zugekommen. Und das haben wir oder wurde von vielen Seiten der Politik nicht genügend ernst genommen. Und vor dieser Resolution wurde im Bundestag, ja Jahre vorher schon, ich glaube 2011 oder 2012, Osman, ich weiß es nicht mehr so genau, wurde ja auch schon eine Resolution verabschiedet, in der es hieß, dass vor allen Dingen Schulen auch nochmal darin gestärkt werden, den Genozid an den Armeniern aufzuarbeiten. Und das ist bis heute nicht geschehen. Bis heute ist der Völkermord an den Armeniern nicht in unseren Geschichtsbüchern. Und somit wird eine Problematik, die wirklich immer noch sehr, sehr ursächlich ist, das, was sich in der Türkei, aber auch in der Türkei-Community entwickelt, und zwar das Nicht-Überwinden von Nationalismus, das hat auch seinen Ursprung darin, dass man sich mit dem Völkermord nicht auseinandersetzt und immer noch darauf beharrt, dass die Türkei ein homogener nationaler Staat sei. Und wenn wir da nicht andocken, dann können wir mit diesen Menschen nicht über Nationalismus reden. Dann geht das nicht. Übrigens, wir können mit diesen Menschen aber auch, wenn wir nicht über den Völkermord an den Armeniern reden, können wir mit diesen Kindern, mit diesen jungen Menschen nicht auch über den Holocaust. Das geht nicht. Und deshalb müssen wir auch da zum Beispiel ganz, ganz dringend ansetzen. Mhm. Du hast jetzt gerade ja schon wieder viel zum Thema Schule gesagt. Osman, mich würde auch interessieren, was du zu diesen Fragen denkst. Vielleicht kannst du die Frage von Christian Wetzler, der sich im Chat gemeldet hat,
in deiner Antwort auch mit einbauen. Der fragt nämlich, was ihr über Türkisch als Schulfach in NRW denkt. Oder vielleicht so ein bisschen auch erweitert die Frage. Vielen Dank, Christian. Was wäre eigentlich eventuell das richtige Fach, um diese Dinge auch anzusprechen? Wäre Türkisch als Schulfach das Richtige? Ich meine, warum nicht, dass Türkisch, auch Kurdisch meinetwegen, gleichberechtigt mit den anderen Sprachen angeboten wird. Das wird in einem sehr geringen Maße auch gemacht, aber das wäre zum Beispiel, ich würde das eher natürlich fakultativ machen, aber das wäre schon eine Möglichkeit. Ich meine, wir können es wirklich im konkreten Fall, also was können wir tun? Für mich stellt sich die Frage wirklich sehr einfach. Wir müssen erstens mal also wirklich das in unseren Parteien und in unseren Gliederungen durchsetzen, dass wir die ganz klare Forderung an die Bundesregierung stellen, stoppt mit der Militärunterstützung, mit der nicht nur mit den Waffenlieferungen, sondern mit dem Einsatz des deutschen Kriegsgerätes in der Türkei und in Nordsyrien, im Nordirak. Das ist also gegen die Embargo-Gesetze, das ist gegen die Konventionen und das ist also für die Bundesregierung eine ganz einfach eine Sache der Ehrlichkeit zu sagen, diese Waffen haben wir euch nicht dafür geliefert. Das müssen wir erstmal erreichen. Wir müssen diese Forderung wirklich laut genug stellen, dass das nicht verblendet wird von anderen nebensächlichen Diskussionen. Dadurch erreichen wir sehr viel, dadurch entlarven wir nämlich das Regime in der Türkei, das Erdogan-Regime in der Türkei. Das ist zunächst mal sehr wichtig. Und dann die beiden Bereiche, die Berivan auch erwähnt hat, das ist der Schulbereich, der Bildungsbereich, der Ausbildungsbereich. Nicht nur, dass die Migrantenkinder eben, was weiß ich, die gleichen Bildungsabschlüsse erreichen wie die Deutschen, das ist schon miserabel genug, dass die unterprivilegierten Schichten viel weniger Abitur machen und viel seltener studieren können. Das ist aber bei den Migranten noch schlimmer. Und diese Situation abzuschaffen, da eine demokratische Bildungspolitik und Ausbildungspolitik zu betreiben, das ist die ureigene Aufgabe eines Landes, eines reichen Landes wie der Bundesrepublik und eines reichen Bundeslandes wie Nordrhein-Westfalen. Das müssen wir durchsetzen. Und das ist natürlich der mediale Bereich, wo wir den Menschen diese Möglichkeit geben müssen, sich zu informieren, sich in der Sprache zu informieren, in der sie diese Informationen bekommen können, dass wir ihnen diese Möglichkeit einräumen, dass wir dafür auch wirklich unorthodoxe Wege gehen müssen, dass wir uns damit abfinden müssen, dass wirklich für diese Menschen eben die Informationsquellen erschlossen werden, dass vielleicht ein öffentlich-rechtlicher Sender auch in ihrer Sprache, das betrifft bei weitem nicht nur die Türkei-Stämmigen, das ist auch für die Russland-Stämmigen nicht ganz anders, dass sie von Putin-Propaganda berieselt werden und deshalb sogar AfD wählen. Bei Türken und Kurden verhält sich das ja ein bisschen anders. Aber dass wir diese Tatsachen zur Kenntnis nehmen und dagegen vorgehen, und dazu muss man eben den sozialen Bereich auch hinzuzählen, dass man auch in diesem Bereich das nicht mehr diesen religiösen Verbänden, über die Berivan zu Recht sich beschwert hat, das Feld überlassen, sondern dass diese Jugendlichen, dass wir diese Menschen, Frauen, auch Frauen mit Kopftuch, mit dem nötigen Respekt und mit dem mit der nötigen Verständnis als Gesprächspartner, als Partner, als gleichberechtigter Partner, Partnerinnen ernst nehmen und mit denen diese Arbeit von unserem säkularen System aus fortführen. Also das sind Selbstverständlichkeiten, die wir außer Acht lassen und das müssen wir, diese Aufgaben müssen wir jetzt ernst nehmen. Jetzt habe ich, glaube ich, die eine Frage jetzt nicht mehr vor mir, die im Gespräch war, das war mit der HBS, glaube ich, wäre natürlich eine Ansprechpartnerin, die HBS, seitdem sie in Berlin sind, haben sie, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen nicht mehr so viele Aktivitäten, habe ich jedenfalls den Eindruck, also früher in den Gründungsjahren, als die Heinrich-Böll-Stiftung in Köln ansässig war, hatten wir einen engeren Kontakt, vielleicht können wir das auch reaktivieren und mit vielen anderen Stiftungen auch. Das ist in der Tat auch eine materielle Frage, dass man das demokratische Bewusstsein so in diese Massen hineintragen kann.
das ist leider entweder durch Medien oder durch persönliche Kontakte eher eine Face-to-Face-Angelegenheit, dass man ihnen das Gefühl gibt, dass man sie ernst nimmt, dass man sie als gleichberechtigte Gesprächspartnerinnen anerkennt und dass man mit, auf dieser Augenhöhe mit ihnen kommuniziert. Das ist unglaublich wichtig. Deshalb wäre es unglaublich wichtig, dass Landespolitiker oder Bundespolitiker auch irgendwann ein paar Worte Türkisch und Kurdisch lernen und die auch direkt ansprechen. Das ist eine Symbolik, aber das hat sehr viel Bedeutung, gerade für diese Gruppen, dass man diese Maßnahmen bündelt und einsetzt, wäre zunächst mal, glaube ich, ein Schlüssel, um sie wieder dahin zu bringen, dass sie an dieser Gesellschaft auch partizipieren. Also bis jetzt ist das eher das Wirtschaftsleben, eher das Berufsleben, in dem von einer Partizipation geredet werden kann. Und alles andere ist eigentlich eher Kosmetik, was wir also mit Integrationsmaßnahmen und so weiter. Also das ist eher, was wir seit Jahrzehnten machen. Die konkrete Hilfestellung ist sehr anerkennenswert, aber selbst das überlassen wir immer mehr zu diesen Gruppierungen. Damit sollten wir aufhören. Und die demokratischen Strukturen stärken, über die Derivan jetzt gesprochen hat. Ja. Danke. Die Fragen kann ich leider nicht lesen. Ja, ich wollte das nämlich, Choc Teşekkürler erstmal, ich sage Cem Biras, türkische chronische Jorum, aber ich hab mal den Versuch gemacht, ein bisschen Türkisch zu lernen, das reicht aber dafür tatsächlich nicht aus. Ich habe gerade ganz begeistert schon zur Kenntnis genommen, dass in unserem Chat eine Diskussion losgegangen ist und ich würde mal versuchen, die hier, auch für die, die das da nicht mitverfolgen, nochmal in die Diskussion mit reinzunehmen. Du hast auf einiges schon angestoßen, ich lese es jetzt nicht einzeln vor, aber hier ist ein bisschen dieser Fragekomplex aufgekommen. Erstens, was macht man eigentlich mit beispielsweise DTIP? Du hast es jetzt beide angesprochen. Zum einen, also Attila Azrak bezweifelt, ob sozusagen das Kappen dieser Kooperation und vieles von dem, was du angesprochen hast, hilft oder ob man nicht genau eine gegenteilige Wirkung erzielt, Polarisierung, eine Entfremdung und ob man nicht eher niedrigschwelliger da agieren sollte. Jan-Niklas Gesenhus, hier aus unserem neu gewählten grünen Landesvorstand aus dem Münsterland, der sagt auch, eigentlich steht dort bei Ihnen DTIP hinter fast allen Moscheen und türkischen Kulturvereinen. Das heißt also, entweder müssen Muslime dort hineingehen oder sie haben diese Vertretung eigentlich nicht. Und was bedeutet das dann, wie wir darauf reagieren sollten, als Politik beispielsweise auch? Also hält man, wie schafft man es, die notwendige politische Distanz zu diesen Organisationen zu wahren, ohne den Draht zu großen Teilen der türkischen Gemeinde vor Ort zu verlieren. Und wir, vielleicht kann man da noch so ein bisschen mit reinbringen, auch die Frage von Gerd Einsmann aus Aachen, schön auch, dass du dabei bist. Sollten wir nicht eine differenzierte Auseinandersetzung mit DTIP und anderen konservativen Kräften und führen und, wo es möglich ist, auch mit ihnen vor Ort ins Gespräch kommen? Berivan, ich kenne dich als da eine Vertreterin sehr klarer Haltung, aber vielleicht kannst du das alles nochmal aufgreifen. Also ich finde die Fragen insofern sehr interessant, weil diese Fragen gehen ja davon aus, dass Menschen 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag Muslime ihre Zeit nur in diesen Moscheen verbringen und anderswo vielleicht nicht erreichbar sein. Das ist ja nicht so. Und mit dieser Vorstellung hat man tatsächlich auch agiert, auch die Politik. Man hat gedacht, okay, wir wollen Türkeistämmige erreichen, wir wollen Muslime erreichen, also gehen wir in die Moscheen. Und in der Regel, viele der Muslime sind nicht so oft in Moscheen und wenn, dann nur vielleicht einmal die Woche, nur freitags oder zu bestimmten Gegebenheiten. Das heißt, man erreicht diese Menschen eigentlich auch woanders. Und das hat man völlig ausgeblendet, dass diese Menschen zur Schule gehen, studieren, arbeiten, Nachbarn sind, Fußball spielen, Sport treiben, Musik treiben, Theater machen und sogar in politischen Parteien sind, auch bei uns. Ja, und in all diesen Orten
sind aber nicht die Auseinandersetzungen, haben diese Auseinandersetzungen nicht stattgefunden, die hätten stattfinden müssen. Und wir dachten, okay, die erreichen wir nur in den Moscheen, also stärken wir diese DITIB-Moscheen, weil da wissen wir ja auch, dass das keine Radikal-Islamisten sind, dachte man sehr lange halt, dass das aber politische Islamisten sind, hat man ausgeblendet in den letzten Jahren vor allen Dingen, und dass da vor allen Dingen sehr stark auch Nationalismus und Chauvinismus vorangetrieben wird, wurde auch ausgeblendet. Ich glaube, man kann den Dialog mit den Menschen auch an anderen Orten in dieser Gesellschaft finden, wenn wir den suchen, und muss dann nicht automatisch in die Moscheen. Das muss erstmal klargestellt werden. Und sehr oft ist es ja so gewesen, dass auch der Dialog mit den Moscheen keineswegs mit den wirklich Menschen, die dort waren, stattgefunden hat, sondern der hat auf höchster Ebene, auf politischer Ebene stattgefunden. Und das ist ein starkes Fördern gewesen. Ein ganz, ganz starkes Fördern und ihnen eine politische Bühne bieten. Und dadurch sind sie erstarkt. Und dadurch erst haben wir auch dazu geführt, dass Menschen aus der Türkei muslimischen Glaubens auch immer mehr sich zu den Moscheen hingezogen gefühlt haben, weil wir auch keine Alternativen gefördert haben. Ich bin der Meinung, dass wir, wenn, dann den kritischen Dialog brauchen, ganz klar den kritischen Dialog, wo wir auch wirklich auf, mit dem Finger auf die Wunde zeigen, nicht davor zu scheuen, wenn wir schon im Gespräch kommen mit diesen Funktionären, auch klar zu sagen, was wir sehr, sehr kritisch sehen, was wir nicht tolerieren und nicht akzeptieren. Das sollten wir machen bei jeder Gelegenheit, und ich bin der festen Überzeugung aber, dass eine politische Unterstützung, eine finanzielle Unterstützung, Förderung der DITIB ein Ende finden muss, und zwar ganz, ganz schnell. Osman, auch an dich diese Fragen, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ich fand die Frage von, oder die, die These von Attila Aswak interessant. Führt nicht all das, was wir hier sprechen, eventuell sogar, hat das nicht eine gegenteilige Wirkung, selbst gesagt, Point of No Return? Mhm. Sind wir eigentlich schon, also haben wir diese Menschen vielleicht sogar schon verloren und treiben sie nur immer weiter der Gegenseite Erdogan, der AKP, DITIB und so weiter zu, wenn wir diese Polarisierung erhöhen? Ich denke, also ich weiß nicht genau, Attila ist auch einer der Menschen, der sich sehr lange mit der Thematik befasst. Ich habe es nicht ganz verstanden, was Point of No Return in Bezug auf Nationalismus, also die können wir nicht mehr abholen, wo sie sind. Das kann natürlich für viele Nationalisten der Fall sein, für AfD-Leute, für einen Teil von denen ja auch. Und trotzdem wollen wir ja nicht aufgeben, dass wir die auch für die Demokratie gewinnen können, zumindest einen großen Teil von denen. Das ist ja unsere Hoffnung. Deshalb versuchen wir ja auch da einzuwirken. Ich würde das fast genauso sehen. Es gibt sicherlich welche, auch in der türkischen Community, die wir nicht mehr erreichen können, die bereit sind, für Erdogan zu sterben, Todesstrafe einführen wollen. Und trotzdem meine ich, ich bin ein Anhänger der Kommunikationstheorie von Habermas. Also wir müssen trotzdem versuchen, mit allen Mitteln, mit diesen Menschen die kommunikativen Wege offen zu halten, um sie zu erreichen, vor allem ihre Umgebung zu erreichen. Denn wenn wir das unterbinden können, dass sie für ihre Umgebung, für ihren Einflussbereich unglaubwürdig werden, das ist unsere Chance, wo wir mit rationalen Argumenten, sozusagen mit der sanften Gewalt der Vernunft, mit der Kraft der Aufklärung diese Menschen erreichen. Ich kenne keinen anderen Weg. Wenn Attila eins einfällt, dann sollten wir darüber diskutieren. Aber das ist genau der Weg, glaube ich, dass wir diese Kommunikationswege offen halten und möglichst überzeugend und seriös und vertrauenseinflößend mit ihnen diskutieren, unseren Standpunkt darstellen, denen überhaupt vermitteln. Ich glaube, wir müssen diese Punkte auch nochmal verifizieren. Also, dass wir ihnen Foren anbieten, wo sie mit anderen diskutieren können, dass wir eine Diskurskultur, eine Dialogkultur vorführen können. Also im Türkischen finden Sie kaum Veranstaltungen, Sendungen, Talkshows, wo
einander, wo die Menschen miteinander unterschiedlicher Meinung sind und trotzdem zu Ende diskutieren können. Meistens ist es krawallartig, werden Beschimpfungen, Drohungen ausgesprochen. Also der Spion ist, ist das geringste Schimpfwort sozusagen, dass man aber diesen Menschen zumindest hier in der Bundesrepublik vorführt. Man kann auch über türkische Verhältnisse, türkisch-kurdische Verhältnisse, türkisch-armenische Verhältnisse, türkisch-griechische Verhältnisse diskutieren, ohne einander zu beschimpfen und als Landesverräter zu bezeichnen. Dass wir auch den Nationalisten oder ihren in ihrem Einflussbereich den Menschen das mal vorleben. Das ist unglaublich wichtig. Also im türkischsprachigen Raum müssen wir diese Diskussionskultur überhaupt einführen. Und das mag richtig sein, dass Menschen, dass manche wirklich nicht mehr abzuholen sind, aber zumindest die anderen, die wir erreichen können, über die Schule, über die Ausbildung, über Sport, über Kultur, aber vor allem über Medien. Wir sind im Medienzeitalter, wir sind im Internetzeitalter. Wir müssen die Wege finden, wir müssen die Mittel finden und bereit sein, das Risiko auch einzugehen, dass ein Teil vergebliche Liebesmühe ist. Aber mein Gott, wir müssen auch Internet und die Möglichkeiten der Kommunikation endlich zumindest so effizient ausnutzen wie die Gegenseite, wie das die Islamisten machen und wie die AKP das macht. Also die sind uns davon geeilt, die setzen die Social Media viel besser ein, das können Sie jedes Mal sehen, vielleicht auch nach dieser Diskussion, wir erleben das in Facebook, in den anderen Social Media Einrichtungen, dass es dann Trolls gibt, dass es also Bots gibt, dass Beschimpfungen, Drohungen massenweise kommen. Also Sie beherrschen so, schon dieses Instrumentarium, was die freie Welt, westliche Welt, die angeblich demokratischere Welt geschafft hat. Und wir sind nicht in der Lage, sie einzusetzen. Die nutzen das aus. Genauso wie die islamistischen Kräfte, sogar die IS. Also das muss uns zu denken geben. Ich denke, wir können wirklich das als ganzes Paket sehen, die, den Bereich Bildung, den Bereich der Sozialarbeit, den Bereich Medien und wir können das mit also groß angelegten Maßnahmen versuchen. Wir können es natürlich auch im individuellen Bereich versuchen, im nachbarschaftlichen Bereich. Wir müssen das versuchen und das wird nicht den Nationalisten oder den Islamisten überlassen. Dialog und Kommunikation. Also können Mittel wirklich für Aufklärung und Information sein, denke ich. Pardon. Ja, wir haben interessiert gelauscht. Wir kommen so langsam auf die Zielgerade. Wir haben uns vorgenommen, so gegen 21 Uhr für heute zum Ende zu kommen. Und ich habe hier zwei Fragen noch, die ich ganz interessant finde, vielleicht sogar zusammen zu diskutieren, auch wenn sie unterschiedliche Punkte ansprechen, und das sind nämlich demokratische und Wahlrechtswahl, diese Fragen, die das Wählen betreffen. Die eine Frage oder der eine Punkt ist nochmal von Attila Asrak, kommunales Wahlrecht ohne Wenn und Aber. Ich würde vielleicht sogar dann einen Schritt weitergehen und fragen, muss es auf der kommunalen Ebene schon enden? Ich weiß, dass es verfassungsrechtlich auf den Ebenen darüber, Landeswahlrecht, Bundeswahlrecht und so weiter, nochmal eine andere Frage, aber also was hat Wahlrecht eventuell auch mit dem Gefühl davon zu tun, hier gleichwertiger Teil der Gesellschaft zu sein? Und die zweite Frage von Asu Durmuş, ob oder wie deutsche Parteien für diese Menschen eine politische Heimat werden können. Also bieten wir als Grüne, als SPD, als Union eigentlich eine politische Heimat an? Wie ist es um die interkulturelle Öffnung in den Parteien bestellt? Ist die schon ausreichend oder brauchen wir da noch mehr? Vielleicht da, bevor ich euch die Möglichkeit gebe, darauf zu antworten, der Hinweis, das ist ein Thema, das wir als Grüne gerade hier in NRW jetzt auch nochmal intensiviert angehen. Wie steht es eigentlich damit bei uns? Also ich würde sagen, ausreichend ist es auf jeden Fall noch nicht. Da haben wir noch einige Hausaufgaben vor uns. Die Frage ist, ist das ein Schlüssel, um auch diese Fragen anzugehen? Definitiv, auf jeden Fall. Also kommunales Wahlrecht ohne Wenn und Aber verteidigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade zu einer Zeit,
wo ja wieder halt die Loyalitätsfrage sofort in den Vordergrund gestellt wird, wo es heißt, naja, wenn sie hier sich beteiligen wollen, politisch partizipieren sollen, dann sollen sie sich doch auch für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden. Dieser Zwang, wirklich Menschen für eine Staatsbürgerschaft zu zwingen und dann auch zu gucken, ob sie denn auch wirklich loyal sind, ob sie denn auch deutsch genug sind, das sind ganz, ganz, ganz problematische Debatten, die wir im Moment haben. Und ich glaube, das sind übrigens die Nachwehen von dem Aufweichen des Staatsbürgerschaftsrechts. Das ist ein Gegenruck dagegen von diesen nationalistischen Kräften, die diese Debatten führen und dann sagen, naja, und wenn wir ihnen doch das kommunale Wahlrecht geben, dann wählen sie doch alle irgendwelche konservativen rechten AKP-Parteien, die sie hier auch noch aufmachen oder so und gründen. Das mag sein, aber die Demokratie muss das aushalten. Die Demokratie muss fähig und bereit sein, in eine demokratische Auseinandersetzung mit diesen Kräften zu gehen. Und Demokratie ist dann wirklich erlebbar, wenn sie auch erlebt werden kann. Und wenn Menschen jahrelang hier leben und über mehrere Generationen noch nie die Möglichkeit hatten, überhaupt mal an eine Urne ranzugehen und da mal zu wählen und dann erstmals dann wählen dürfen, aber in ein Land, wo sie eigentlich nicht so ihren Lebensmittelpunkt haben und über dass sie nur über gleichgeschaltete Medien informiert sind, dann haben wir das Ergebnis, was wir haben. Das heißt, wir müssen wirklich auch gucken, dass sie über ein kommunales Wahlrecht, weil wir reden über das Kommunal, weil das noch machbar wäre, verfassungsrechtlich. Dafür müssen wir weiter streiten, aber die Debattenkultur, die wir im Moment in diesem Land haben, ist da nicht sehr hoffnungsvoll. Das muss man halt auch sehen. Und das grenzt die Menschen noch mehr aus. Fragte auch nochmal die Parteien, ja, auch die Parteien müssen sich öffnen. Allerdings darf es halt nicht nur sein, dass Menschen mit sogenannten fremdklingenden Namen, mit schwarzen Haaren oder mit Eltern aus einem anderen Land dann da sind und gut ist und wir finden sie nett und schön, sondern Parteien müssen aber auch den Raum geben, genau über ihre parteipolitischen Werte auch mit diesen Menschen sich auseinanderzusetzen. Wir wissen, dass sehr, sehr viele Menschen, die in der SPD vor allen Dingen sind, aber auf der anderen Seite bei den Wahlen in der Türkei die AKP wählen. Und damit muss sich die SPD auseinandersetzen. Damit mussten wir uns übrigens auch auseinandersetzen oder müssen wir auch gegebenenfalls nochmal auseinandersetzen. Und ich glaube, dass die klare Positionierung der Grünen für die HDP genau diese die Möglichkeit geschaffen hat. Warum stellen wir uns an die Seite der HDP? 2015 haben wir da einen Aufruf gemacht und es hat ja auch zu parteiinternen Debatten geführt, auch mit türkeistämmigen Menschen. Und die einen haben diese Debatten fortgeführt, die anderen sind gegangen. Aber das ist ja auch okay so. Und wichtig ist, diese Debatten zu führen. Also interkulturelle Öffnung bedeutet nicht nur Schwarzköpfe in den eigenen Reihen zu haben, sondern mit den Menschen auch wirklich die Debatten über gewisse parteipolitische Werte und Ziele auch zu führen. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Kommunalwahlrecht her, Kommunalwahlrecht hin, aber überhaupt das Wahlrecht natürlich und eine ernst gemeinte Integrationspolitik, was für uns, glaube ich, Gleichberechtigung heißt. Wir sollten den Begriff Integration vielleicht möglichst meiden, denn wenn wir Gleichberechtigung sagen, das umfasst eben alle Bereiche, nicht nur das Wirtschaftsleben, nicht nur gleicher Lohn für alle, auch für Frauen, sondern Gleichberechtigung heißt eben auch im politischen Leben die gleichberechtigte Partizipation an der Gesellschaft. Das müsste unser Ziel sein. Ja, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt gerade gesehen, Navid Dinemann hat nochmal seine Position eingebracht. Navid gerade in Istanbul die Diskussion aufgemacht. Naja, eigentlich müsste man politische Teilhabe stärker von dem Pass hin zu Wohnsitz, wo ist man eigentlich verboten. Und dafür könnte man auch mal eine Verfassung ändern. Das ist durchaus etwas, was wir mitnehmen in die Diskussion. Der Jan-Niklas Giesenhus, den hatten wir gerade schon mal, hat sich auch gerade noch mal gemeldet und sagt, er befürchtet,
Also ja, Ansprachen, Dialog über Sportverbände, Kulturvereine und so weiter, absolut richtig, aber trotzdem wird bei vielen grünen Gliederungen die Frage zum richtigen Umgang mit DITIB-Strukturen vor Ort damit nicht abschließend beantwortet. Vielleicht wäre es sinnvoll, sich zu diesem Thema nochmal tiefergehend auszutauschen, zum Beispiel durch Kommunalinfo und so weiter, konkreten Ratschlag. Da vielleicht auch die Info und damit kommen wir auch so langsam schon zum Abschluss. Das ist durchaus eine der Fragen, an denen wir sitzen. Vielleicht kannst du dazu noch... Genau, also wir arbeiten auch dazu. Wir haben da auch sowohl bei uns in der Fraktion ein Fachgespräch gehabt, sind da im engen Austausch ja auch mit unseren Landesvorsitzenden, mit Felix und Mona, und werden dazu sicherlich auch nochmal gesondert etwas machen, weil ich das auch mitbekomme, dass vor Ort gerade auch viele grüne Akteure sehr verunsichert sind, wie sie den richtigen Umgang mit diesen Strukturen finden können. Da gibt es auch bei uns unterschiedliche Positionen, das muss man auch keineshalber sagen, also weiter den Dialog fortsetzen und hoffen, dass man auch vielleicht doch etwas gemäßigte Strukturen hat und die nochmal stärken innerhalb der DITIB. Ich bin der Auffassung, dass die DITIB keine Räume für autonome Strukturen, emanzipative Strukturen bietet, dass das so stark starr aus Ankara gelenkt ist, dass da eigentlich wenig Hoffnung ist, sondern dass da nur noch ein klarer, kritischer Dialog etwas bringt. Aber wir werden uns mit dieser Thematik noch intensiv befassen und sind da auch auf eure Rückmeldungen angewiesen, auf eure konkreten Fragen, aber auch Erfahrungen vor Ort. Denn es sieht nicht überall so aus wie in Köln, das weiß ich ja. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch da auch bei uns nochmal meldet. Navid Lindemann, hallo in die Runde, auf jeden Fall. Hallo Navid, ich fand die Frage, auch den Hinweis nochmal wichtig, weg von den Pässen hin zu kommunaler Verwurzelung. Ich glaube, dass wir in den ganzen Debatten übrigens vielleicht nochmal abschließen, was wir auch aktuell in Deutschland haben und auf der europäischen Ebene, auch mit der Flüchtlingsdebatte, wir die Kommunen und kommunale Verwurzelung viel stärker nach vorne setzen müssen, dass das die Antwort sein kann gegen auf das Wiedererstarken von Nationalismus. Daran müssen wir setzen. Und wenn uns das gelingt, also wirklich ein Gegenkonzept zu formulieren gegen diesen wieder aufbrechenden Nationalismus, dann haben wir auch viele Fragen in der Integrationsdebatte eigentlich schon gelöst. Denn ganz ungelöst ist das damit nicht. Wir haben es kurz angeschnitten, Diskriminierungserfahrung, Rassismus, all das sind große Fragen, die diese jungen Menschen ja auch in die Arme von Autokraten nochmal sozusagen schieben. Und das muss auch ein Ende finden. Da müssen wir Gegenkonzepte entwickeln. Und die Situation im Moment ist wirklich nicht einfach. Und genauso wie in ganz Europa, in Italien, in Ungarn, in Russland, in den USA, nicht nur Europa, dieser Nationalismus, den Menschen geht dieser Nationalismus, dieser Wunsch nach autokratischen Strukturen und Kräften auch an den türkeistämmigen Menschen hier nicht vorbei. Und das müssen wir halt auch sehen. Wir brauchen eine Gesamtantwort eigentlich. Ich glaube, das ist in gewisser Weise richtiges, wenn auch nicht komplett zufriedenstellendes Schlusswort eigentlich für diese Debatte. Ich fand es sehr, sehr spannend und deshalb möchte ich mich erstmal bedanken bei Berivan und bei Osman. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns mit eurer Expertise und eurer Meinungsstärke auch in dieser Diskussion zu begleiten. Vielen Dank, Marianne Weiß. Hier auch in der Leitung ist für die Anregung zu diesem Webinar. Das ist für uns als Grünen NRW jetzt auch ein neues Medium, das wir verstärkt nutzen wollen, um kurzfristig genau diese Diskussion zu führen. Deshalb freuen wir uns über Feedback von allen, die dabei waren. Vielen Dank allen, die Fragen gestellt und ihre Positionen über den Chat eingebracht haben. Vielleicht traut sich ja beim nächsten Mal jemand sogar vor die Kamera und vor das Mikrofon, um mitzudiskutieren. Wir stellen diese Diskussion online. Das heißt, diejenigen, die später gekommen sind, ich habe es gesehen, manche konnten erst nach einer halben Stunde, Stunde dabei sein, können den Start dann auch nochmal nachverfolgen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, habt einen guten Abend, verliert die Hoffnung nicht. Wir bleiben als Grüne an all den Themen dran, die hier angesprochen wurden, in Solidarität mit den demokratischen, mit den freiheitlichen Kräften in der Türkei und in den türkeistämmigen Communities hier in Deutschland. Und in diesem Sinne euch allen einen guten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir werden darauf zurückkommen. Vielen Dank. Das hoffe ich. Danke.
Danke, Felix. Danke, everyone. Ciao, ciao, ciao. So. Was muss ich jetzt hier tun, da Webinar beenden? Sehr gut.